so, ich weiß nicht. Ich habe sowieso Probleme mit den Videos, mit dem Smartphone ist es irgendwie ausgegangen. Ich weiß nicht, wie weit wir waren. Kann das wieder auch weiter nicht sagen. Das ist auch weg, was ich gesagt habe. Ne? Also, wahrscheinlich durchs Wackeln bin ich wohl in die Gegend gekommen und ja, reagiert nicht richtig. Ich höre es nicht, ich krieg's nicht mit. Das Auswahl, ich gucke natürlich nicht immer zu darauf. Ich gucke ja auch meine Frau ein bisschen an. Nochmal. So, aber ich möchte nochmal sagen, wollen wir es nochmal sagen mit Krone und so. Ne? Ja. Also mit der Krone, also mit dem Zepter. Wir sind ja nun beide Könige. Und meine Frau ist ja auch Königin, jeder weiß jetzt, warum wir das gemacht haben. Das möchten wir auch, wenn wir tot sind, dass wir uns dann auch was anfertigen, ne? Ja. Natürlich mit preiswerten Edelsteinen und all sowas, ne? Und nur aus Silber. Aber kann auch so schön abwechslungsvoll sein, schön platziert alles. Auf diesen Apfel da mit diesem Kreuz und dann dieses Ding. Ne, ich glaube, so was hat man denn, weiß ich nicht genau. Können nichts nachlesen, steht auch nichts mehr drin, was drin im Lexikon und so. Interessiert ja heutzutage keinen mehr. Ne? Wissen noch nicht, was man da hat. Ne? Also, dass man das dann auch hat, dass meine Frau das auch hat und ich das auch hat. Ne? Dass sie ist im Prinzip eigenständig. Das haben wir auch extra gemacht. So, und dass das immer alles schön verziert ist und alles andere, bis dann letztendlich auch macht und bis das auch von unserem Vermögen bezahlt wird. Ne? Also nicht zu protzig, hübsch, schön groß, alles wie es normal ist. Und das dann hat er als Fürste der König. Ne? So, und der hat auch die Königskrone für meine Frau, für mich auch eine Königskrone. Ne? Ich kann auch doch in der für die Frau sein, ein bisschen zieliger. Ne? Aber kann alles auch richtig genauso aussehen. Ne? Und jetzt, wenn man dann ein Duplikat hat, dann kann alles doppelt gleich sein. Dann hat es da nichts dagegen. So, und dass man das dann auch noch macht für unsere Kinder. Ne? Dass unsere Kinder das von so einer Ecke tun werden, das kann ich dann nicht. Das Zeichen von Silber, weil wir haben genug Verpflichtungen, auch da wollen wir dann auch doch da ein Wort genommen werden. Mehr können wir nicht mehr machen, als diese ganzen Verpflichtungen, sondern die genug Geld kosten werden. Deshalb sind wir dann auch bei anderen Sachen besonders bescheiden. Ich war bei uns, habe ich gemerkt, und was alles. Höchst normal ein Siegel hinten geholfen, ne? Das ist ein richtiges Siegel an, ne? Das gehört ja auch dazu, ne? Also der Siegelring wird dann in Gold gemacht. Und das ist dann erstmal von Mecklenburg-Strelitz das Wappen. Ne? Dass man das dann eben nimmt und eben den Unsinn in sich nimmt. Ich denke, dass das dann ein bisschen sein kann. Ja, aber auch noch nie einen Siegelring gesehen hat. Da passt man natürlich auf, ne? Da hat man aber auch gepasst. Also mich daran garantiert nicht erinnern, weil unsere Armen werden ja auch noch sowas gehabt haben. Mit ihrem Wappen und so, das habe ich da noch nicht erinnert. Ich möchte auch nochmal sagen, dass Oma mir auch einen Siegelring schenken sollte und dann haben sie sie unterbrochen und dann hat sie keinen gekriegt und nur mit Stein habe ich den Silberring mit Stein gekriegt, weil Gold gab es sowieso nicht. Und Oma hat eben kein Geld im Rachen gefunden, wie wir dann hatten. Genau. Dafür irgendwie hier bestochen, kann ich sagen. So, und Oma wurde da geblockt, weil sie waren ja ganz clever. Genauso habe ich als Kind schon so einen ganz kleinen Ring, wahrscheinlich sogar geschenkt bekommen vom Fürstenhaus. Hier mit so einem Pferd drauf, ne? Was ja Wappen von Schwerin ist. Ne? Also im übertragenen Sinne sollte ich da noch mal denken und mich erinnern und habe mich erinnert. Ne? Ich glaube, es ist Wappen von Schwerin oder so. So ein Pferd hatte ich glaube, so einen kleinen Siegelring, nur aus Aluminium. Ne? Hat man aufgepasst, dass ich sowas kriege und sollte ich nicht kriegen. So. Und diese Ringe wollen wir dann auch noch als Gold haben, ne, Nati? Ja. Natürlich für dich ein bisschen zierlicher und kleiner auch gleich mit dem Wappen von Mecklenburg stehen jetzt und diese Insignien, wenn die da drauf sind. Ne? Das wollen wir auch nicht vergessen. Was wir uns vielleicht noch leisten, etwas goldene Uhr, ne? Die ein bisschen genauer geht und ein bessere Ausstattung hat. So, und das reicht dann auch. Ja, leider habe ich einen kleinen Uhrenfilm. Also. Uhren habe ich schon ziemlich viele verbraucht, auch meine Frau. Ne? Jeder hat so einen kleinen Tipp. Das wäre bestimmt keine Relax oder so sein dazu. Das war ich auch schon mal so 100.000 oder so, oder 40.000 Euro, das ist eine schöne Idee, ne? Oder für dich 250.000 erwarten, ja. Bei der anderen, ne? Die richtig mit so ein paar Diamanten und so, also richtig verschaffen. Ne? Und das war auch größer mit so einer Ausstattung, die man sich auch als Frau wünscht, ne? Dass man sich auch ablesen kann, wenn man eine Brille trägt. Und vor allen Dingen, dass der nicht wie der Herr nur aussieht, ne? Weil sie ist doch eine Frau. Ja. Das ist meine Uhr gewesen. Und
ihre Uhren haben sie alle geklaut. Ja, das sollten wir auch noch mal sagen.